Warum gehen zwei Engel neben Franz und was ist das für ein Kinderspiel? Wo gehen Engel neben einem Menschen? Zwei Engel am Alexanderplatz in Berlin 1928 neben einem ehemaligen Totschläger, jetzigen Einbrecher und Zuhälter. Tja, diese Geschichte von Franz Bieberkopf und seinem schweren, wahren und aufhellenden Dasein ist nun so weit vorgeschritten. Deutlicher und deutlicher, je mehr sich Franz Bieberkopf bäumt und schäumt, wird alles. Es naht der Punkt, wo alles erhellt wird. Ah, der Herr Bieberkopf! Was hat der feine Herr schon alles ausgefressen? Das ist ein Schwerverbrecher. Den müssten Sie einlochen, den gehört lebenslänglich. Ein Weib umbringen, schmausen, stehlen. Und ein anderes Weib, das ist der auch gerade schuld. Was will er denn jetzt noch? Mein Leben ist zu Ende. Mit mir ist es aus, ich hab hier noch. Was für eine Stadt ist das? Was für eine riesengroße Stadt? Und was für ein Leben? Was für ein Leben hab ich in die Ehe geführt? Aber die Mieze hab ich nicht umgebracht. Das hab ich nicht getan. Und ich weiß nicht, wie das alles hier kommen ist. Es leuchtet ihm ein Mond, ein Stern. Ja, das hat er gemacht. Beraubt hat er sie. Richtig beraubt. Wegen der Kneipensitze, da kommt der Lüders drin. Und wie er mir sieht, da ist er eigentlich wieder weg. Und Maxi hebt mal einen Brief von ihr. Und da steht alles drin. Und was passiert jetzt mit mir? Mir sind auf einmal die Beine abgehackt. Wirklich. Richtig abgehackt. Und ich frage mal, warum? Warum? Warum kann ich nicht aufstehen? Was ist denn? Was ist denn hier plötzlich? Was ich gesagt habe. Ich kann die Beine nicht mehr bewegen. Es geht einfach nicht mehr. Bewegen sich nicht mehr. Wollen Sie Cognac, Bieberkopf? Wollen Trauerfall? Ja. Hat es Sie persönlich getroffen? Also meine Beine. Mir haben Sie meine Beine abgehackt, ich weiß nicht. Ah, hier. Haben Sie ja nicht mal Würstchen verkauft? Doch sicher, da kennen wir uns doch. Weil das ist schon lange, lange her. Aber dit? Ich meine dit. Ach, Sie meinen das Hakenkreuz? Das trage ich jetzt. Und zwar mit Stolz, Herr Bieberkopf. Sie haben es damals auch getragen. Ja. Ja, ich hab das damals auch getragen. Aber haben Sie mir damals nicht gesagt, Sie sind Jude? Aber natürlich. Das heißt doch nicht, dass man auch gleich den falschen Weg gehen muss. Ich bin eben jetzt auch den richtigen gegangen. Guten Tag, Herr Bieberkopf. Sohn Allah.